Hi Gude und herzlich willkommen zurück zu einem nagelneuen Projekt. Mein Name ist Christy und gemeinsam mit mir selbst, weil es ist ein Singleplayer-Projekt, starten wir Harvest Moon, Baum der Stille. Nachdem wir Harvest Moon Magic Melody schon hinter uns haben, das hier nur 8 Jahre gedauert hat, habe ich wieder meine liebe Schwester drum gebeten, einer ihrer Harvest Moon-Spiele mal auszuleihen. Ja, ehrlich gesagt habe ich leider das letzte und dieses Spiel nicht selbst besessen. Aber sie war so nett und hat mir es ausgeliehen. Dankeschön an meine liebe Schwester. Grüße gehen raus. Und wie ihr hier schon seht, es gibt nichts zu laden. Aber gehen wir kurz in die Config. Ja. Harvest Moon, Baum der Stille. Machen hier mal rustikales Fenster. Oh, das ist ein bisschen braun. Was ist denn süß? So erdbeerfarben. Was aber eigentlich nicht so schlimm ist. Ich bleib bei rustikal diesmal. Wir haben hier Lautstärke von Soundeffekten. Okay. Das ist halb so schlimm. Das kann so bleiben. Was ich sagen wollte eigentlich. Ich habe es nun Baum der Stille rausgekommen. 2009 von Marvelous Entertainment Inc. Gepublished von Rising Star Game und lizenziert von Nintendo. Trademark ist registriert bei Natsum Inc. Ja, ich hab's früher relativ wenig spielen können, weil es zu einer Zeit rauskam, wo meine Schwester leider schon wieder unterwegs war. Ich selten ausleihen konnte. Dafür habe ich jetzt die Möglichkeit, einmal komplett Harvest Moon Baum der Stille durchzuspielen. Und wir können hier direkt entscheiden, ob wir als Junge oder Mädchen spielen wollen. Was auch sehr interessant ist, wir nehmen natürlich den Jungen. Sprachausgabe. Nice. Zumindest eine leichte. Und wir fahren mit einem Dampfer. Choo-choo. Das ist doch ein schönes Schiff. Pascal reist mit uns. Warum möchtest du überhaupt auf diese Insel? Wir fahren auf eine Insel. Traumrensch Prospekt hat uns gefesselt. Anscheinend. Auf dich wartet ein traumhaftes Leben auf der wunderbaren Waffelinsel. Komm und erlebe das Paradies eines jeden Rangers. Ah, du hast also den Prospekt gesehen, ausgezeichnet. Du bist also bereit, ein legendärer Rancher zu werden. Legendär habe ich zwar nicht gesagt, aber ich nehme es gerne an. Bald wirst du die Chance dafür bekommen. Das freut mich. Sag, wie war nochmal gleich der Name? Kevin? Nein. Warum kommt man auf Kevin? Gucken, ob es reinpasst. Sie. H. R. I. S. S. Y. Who is he? Früher hätte ich wahrscheinlich einen anderen Namen genommen, da ich diesen Spitznamen
damals, 2009, noch nicht hatte. Wer hätte es gedacht? 2009 gab es den Namen noch nicht. Zumindest bei mir. Nicht im wörtlichen Umgang. Diesen Namen verwenden? Ja, bitte. Ah! Ach ja, natürlich, Chrissy! Die Waffelinsel ist ein großartiger Ort. Eine bessere findest du nicht. Chrissy. Ich bin sehr beeindruckt, dass du dich einfach so aufmachst, Rancher zu werden. So ganz alleine, jung und voller Ehrgeiz, wirklich beeindruckend. Das freut mich zu hören. Das sind wir. Sag, Chrissy, wann hast du Geburtstag? Welche Jahreszeit bist du geboren? Nachdem wir letztens beim letzten LP, wer die letzten Folgen nicht gesehen hat, den Sommer ausgewählt hatten, wegen einer Laune, nehme ich natürlich den Frühling. Und zwar Ende Frühling, bitte. Ende. Ah, Frühling. Ich finde es schade, dass ich keinen Geburtstag auswählen kann. Da sprießt und erblüht das Land herrlich. Natürlich hätte ich den 28. Frühling am liebsten genommen. Wo wir gerade dabei sind, was ist eigentlich deine Lieblingsspeise, wenn ich fragen darf? Was ist deine Lieblingsspeise? Gemüse, Eier, Milch, Fleisch. Uff. Gemüse wird man wahrscheinlich eh nicht sagen. Eier und Milch, naja, nicht wirklich. Ah nee, das ist nicht Fleisch, das ist Fisch. Ja, Fisch. Fisch mag ich wirklich. Es hat sogar teilweise wirklich was Wahres zu tun. Weil früher, da gab es halt eine Zeit in meiner Kindheit, wo ich relativ viel bei der Nordsee unterwegs war. Und daher bin ich eher mehr Fisch hergezogen, als wenn jetzt eher zu Burger oder irgendwas anderem. Tatsächlich. Also alle Speisen auf der Insel schmecken ausgezeichnet. Das freut mich zu hören. Nice. Huch. Ach ja, da liegt sie gerade voraus. Es ist ein sehr angenehme, ruhige Insel, ein Paradies der Ruhe, wenn ich so sagen darf. Ja, deswegen heißt das Spiel auch Baum der Stille. Huch! Wer hat denn jetzt das Wetter umgestellt? Oder besser gesagt, es war dort angenehm und ruhig. Die Entwicklung sieht hier zu einem richtigen Sturm. Das entwickelt sich zum richtigen Sturm. Ach nein! Hilfe! Was sollen wir machen? Gehen wir unter Deck, Chrissy. Bald wird es hier ziemlich rau und ungemütlich. Ja, ei, ei, Captain. Das so gut geht. Na. Hey! Geht es dir gut? Du siehst nicht so aus! Chrissy! Was für ein Sturm!
Es hat Chris hier außer Gefecht gesetzt. Schnell! Riecht wie ein Zimmer bei Wirtsherr. Okay. Anscheinend hat's mich nicht so... nicht so gut erwischt. Was sehe ich denn da? Ist das ein Mädel? Ist das eine Frau? Sie sieht irgendwie so bedrückt aus. Hä? Du siehst auch nicht so gut aus wie ich. Können wir dir helfen? Möchtest du den jetzigen Spielstand der Geschichte speichern? Ja, bitte! Ah. Man sieht, hier ist nichts vorgespeichert. Einmal hier, Dankeschön. Nicht den Power-Button drücken. So, Ranch, keine Ahnung. Jahreszeit. Frühling 2, Jahr 1, gelten. Ja, da. Warum habe ich nichts... Warum habe ich kein Geld eingepackt? So. Irgendwie sind wir jetzt hier auf einmal beim Gasthaus. Auf der Insel anscheinend. Wir können hier auf jeden Fall erstmal nichts erkundigen. Auf jeden Fall haben wir hier schon mal ein bisschen bessere Grafik. Ein bisschen schneller sind wir auch unterwegs. Und wir haben hier halt entsprechend nochmal eine andere Textur als beim Vorgänger. So. Guten Morgen. Oje, geht es dir wieder wirklich schon wieder gut, dass du herunterlaufen kannst? Ja, mir geht's gut. Yolanda, die hat sich noch nicht vorgestellt. Es scheint, du bist nicht oft auf See, oder? Hehe. Ja, kann man so sagen. Du bist ja buchstäblich zusammengeklappt. Ja, davon kann ich auch ein Liedchen singen. Hehe. ja. Wo bin ich hier eigentlich? Colleen. Ach ja. Wahrscheinlich bist du etwas verwirrt. Du befindest dich hier beim Eiswirt auf der Waffelinsel. Der Bürgermeister und einige andere haben dich gestern hier hergebracht. Ach, wie nett. Vielen Dank. Mein Name ist Colleen. Ich bin die Wirtin hier. Und ich bin Yolanda, die Chefköchin, Küchenchefin. Freut mich, dich kennenzulernen. Nice. Oh, wen haben wir denn da noch? Weit. Oder Veit. Muss mal gucken, wie ich das ausspreche. Ich sag mal erstmal Weit. Hey, du bist wie wach? Schön, dass du wieder hier rumläufst. Letzte Nacht hört es sich an, als hättest du einen Albtraum gehabt. Geht es dir gut? Ja, ich hatte da so eine Dame gesehen gehabt in irgendeinem Gewand. Eine engelshafte Dame mit langem Haar? Naja, ich weiß schon, dass ich gut aussehe
Und so, dich habe ich zwar nicht gemeint. Es ist lieb von dir, eine alte Dame wie mir zu schmeicheln. Ich habe dich immer noch nicht gemeint. Mehmetma, Mama, der Mutter, Christi kann auch von Colin gesprochen haben. Oh, Schätzchen. Oh, ich bin übrigens weit. Mir gehört dieses Gasthaus. Bürgermeister Hemmingen oder Hemmingen? Hemminger? Hemminger. Genau, Hemminger. Ich habe leider kein Vieh oder mehr. Aber wer weiß. Bürgermeister Hemminger hat darum gebeten, sich mit dir treffen zu können, sobald du wieder auf den Beinen bist. Er ist ganz aufgeregt, weil es hier einen neuen Einwohner gibt, der der Rancher werden möchte. Am wenigsten hat ein Volldepp die Werbung überhaupt mal interessiert. So, erstmal sprechen wir hier mit Colin. Guten Tag. Du bist noch jung, aber du scheinst einen klugen Kopf auf den Schultern zu tragen. Hm, wortgewandt. Gibt's noch was Interessantes? Nein. Yolanda. Guten Tag. Du fängst gerade erst an, immer schön langsam. Du musst dein eigenes Lerntempo entwickeln. Ja, wenn es darum geht, zumindest bei Videospielen. Okay, die sagen als erstes immer nur einen Text. Gehen wir erstmal hier ihn direkt fragen. Dem Wyatt. Guten Tag. Früh auf. Gut mach. Ein Ranger Glück. Gesund und klug. Glück. Früh nieder, früh auf. Okay. Das heißt wahrscheinlich früh zu Bett gehen, früh aufstehen, etc. pp. Ah, das ist so. Okay. Hätte ich überhaupt bitte nicht die Mühe machen sollen, ihn zu umlaufen. Okay. Dann gehen wir mal in die Waffelstadt. Ich find's interessant, unten beim Ladescreen die ganzen Tier. Mann. Icons. Was für ein sonniger Tag. Huch, wer kommt denn da angelaufen? Hemminger. Guten Morgen, Chrissy. Freut mich, dass es dir gut geht. Ja, ich bin hier auch. Ich heiße Hemminger. Und bin der Bürgermeister von Waffelstadt. Schön, dich kennenzulernen. Dito. Ach, wie schön dieser Morgen ist. Oh ja, das Wetter sieht geil aus. Nun gut, also kurz gesagt, willkommen auf der Waffelinsel. Oh. Die Waffelinsel ist ein sehr schöner Insel. Die Laune friedlich, Atmosphäre schließt dich sofort herzlich in die Arme, nicht wahr? Also Chrissy, wie wäre es mit einem Rundgang durch Waffelstadt? Angebot angenehm? Du hast echt drauf. Klar will ich. Ja, Hetz, vielen Dank. Also gut, gehen wir. Du befindest dich jetzt in der Waffelstadt. Sie ist einzigartig und das nicht nur, weil sie die einzigste Stadt auf der Insel ist.
Wer hätte es gedacht? Weißt du schon viel über die Waffelstadt? Nicht viel. Schön, dass wenigstens auch ein hessisches Wort drauf ist. Hä? Als erstes, wie du vielleicht schon erraten hast, ist das hier der Eiswirt. Von dem ersten Stock aus hat man einen guten Ausblick über den Waffelplatz und das Rathaus. Auf dem Hügel hier liegt der Tempel. Keine Kirche, nur ein Tempel? Das ist mein Haus. Man hätte es erraten. Das Größte. Und gleich nebenan steht Yolandas Haus. Okay. Der Krämerladen befindet sich hier drüben. Direkt daneben ist die Weiser Klinik. Dieses Haus steht jetzt leer. An der Klippe da drüben steht ein Leuchtturm. Und hier liegt schließlich der Hafen mit dem Fischerladen am Haken. Am Haken, ich hänge am Haken. Das ist kurz und knapp Vorstellung unserer Stadt. Ich möchte gerne eine Karte der Insel geben. Du kannst sie jederzeit mit Plus aufrufen. Soweit so gut. Warum begrüßt du nicht die neuen Nachbarn? Wenn du dabei fertig bist, komm dann bei mir vorbei. Achtung, Achtung, eine Durchsage. Jetzt kannst du das Menü öffnen. Drücke C, um in deinem Rucksack nachzusehen. Und halte den Knopf gedrückt, um das Hauptmenü zu öffnen. Mit Plus kannst du die Karte öffnen, wo du gerade bist. Auf der Classic Controller. Ja, es gibt einen Classic Controller für die Wii. Aber nicht jeder kann mit Wii-Fernbedienung umgehen, aber egal. Drückst du X, um den Rucksack zu öffnen. Und Y, um das Statusmenü zu öffnen. Interessiert uns nicht. Alle Eingaben mit A entsprechend den Eingaben mit der A-Taste des Classic Controllers. Vergiss nicht, wenn du nicht weiter weißt, drücke Minus, um die Grundsteuerung des Bildschirms zu öffnen. Das war die Durchsage. Super. Wir haben jetzt erster Tag Sonntag. Haben wir nicht gerade eben im Speicherbildschirm gesehen, dass das der zweite Tag war? Okay, halb so schlimm. Hier wartet unser Bürgermeister auf uns. Er würde wahrscheinlich jetzt sagen, warst du schon beim Krämer? Blablabla. Wir sollen wahrscheinlich erstmal alle begrüßen. Gut, wir gehen. Das war sein Haus. Yolanda kennen wir bereits schon. Hier unten, es steht ja leer. Steht da drauf. Jetzt pachten. Wenn ich Geld hätte, könnte ich es machen. Die Bars. Beißer Klinik. Beißer. Wunderschönen guten Tag. Irene. Hallo. Dich habe ich noch nicht gesehen. Bist du gerade neu hergezogen? Ach,
Dr. Max hat von dir gesprochen. Geh es dir immer noch schlecht? Nein, mir geht's nicht schlecht. Ich wollte nur vorbeischauen. Ich verstehe. Du stellst dich gerade allen vor. Wie höflich. Immer doch. Das gefällt mir. Heutzutage können die Kinder nicht mal mehr Hallo sagen. Oh, da sprichst du mir aus der Seele. Mein Name ist Irene. Ich arbeite in der Beiser Klinik. Der diensthabende Arzt heißt Max. Was für ein Wunder. Nee, warte, wir hatten, glaube ich, Alex zuvor gehabt. Er ist gerade fort, um medizinische Material zu besorgen. Heutzutage ist es schwer, hier gutes Material zu finden. Es ist eine Schande. Ach, hör nicht auf das Geschwafel. Wenn du jemals an Kräuter oder Potatawurzel, die gibt's ja auch, okay, kommen solltest, dann liefer sie doch schnellstmöglich zu uns. Wir sehen uns. Ja, klar. So, wir können uns hinten nochmal ein bisschen umschauen. Hier ist eine Trage, hier ist ein Setas, hier sind Medikamente. Aber sonst nichts Besonderes. Zurück zur Waffelstadt. Ja, es wird heute ein bisschen längere Folge, weil erste Folge, aber wir will den ersten Tag fertig haben. Oh, Max! Hallo, wie geht es? Du siehst viel besser aus. Oh ja, mir geht's deutlich besser. Danke der Nachfrage. Wir haben dich untersucht, als man dich zum Wirt gebracht hat. Ich bin froh, dass es dir jetzt wieder gut geht. Danke für deine Hilfe, Doc. Ich bin Dr. Max. Besuche unsere Klinik, wenn es dir nicht so gut geht. Aber wenn du gesund lebst, dann wirst du nicht oft vorbeikommen müssen. Ja, wer weiß. Ciao, ciao. So, dann waren wir hier noch beim Krämer. Auswahl 1 von 3 Sternen, okay. Jetzt Kochgeschirr erhalten. Okay. Das ist Aussage starke Werbung. Oh. Das sieht doch wie ein typischer Krämer aus. Hallöche. Meine Güte. Barbara. Ich meine, willkommen. Simon. Entschuldigung, dass ich so überrascht bin. Wir hatten in der letzten Zeit nicht einen Kunden. Oh, wow. Ich werde wahrscheinlich Ich werde wahrscheinlich ein bisschen öfters kommen, aber... Gut. Also, schau dich einfach um. Vielleicht haben wir... Aber... Nichts zur Zeit. Hey, verscheuche unsere einzelnen Kunden nicht. Ich habe sowieso kein Geld. Entschuldigung, meine Bemerkung, aber die Bemerkung meines Mannes. Wir haben hier viele Artikel. Normalerweise sind es mehr, aber in der letzten Zeit ist unser Angebot begrenzt.
Okay, dann freue ich mich schon mal, dass es vielleicht demnächst wieder mehr wird. Ah, du bist also gerade erst angekommen. Ich verstehe. Du hast wahrscheinlich viel Zeit. Viel zu erledigen. Ich bin Barbara und das ist mein Mann Simon. Wir haben eine Tochter, doch sie hat das Schiff nach Hause verpasst. Es wird noch einige Zeit dauern, bis sie wieder zurück ist. Noch schlechtere Bedingungen als im Dorf. Oh Gott. Der ÖPNV ist hier wirklich grottig. Aber okay. Ich habe ihr gesagt, sie sollte nicht alleine reisen, aber du weißt ja, wie Kinder sind. Ich bin selbst noch ein Kind. Zumindest im Spiel. Ah. Ich mache mir zu viele Sorgen. Hoffentlich ist alles in Ordnung. Ja, ich wünsche euch auch. Für eure Kinder. Aber ein anderes Thema. Da du den ganzen Weg hierher gekommen bist, nimm... Ich habe zu schnell weggedrückt. Es könnte nützlich sein. Was soll ich denn nehmen? Oh, ein Buch. Great. Du hast Impfelführer Band 1 erhalten. Es ist ein Führer für die Waffelinsel. Geil. Oh. Die scheinen gerade miteinander zu labern, aber ich spreche mal kurz mit dem. Hallo. Es ist nicht aufregend, wenn man ein neues Leben beginnt? Ja, es ist aufregend. So. Hallo. Guten Tag. Es ist schwer, so viele Dinge auf einmal zu lernen. Lass dir Zeit. Okay, danke. Kann ich noch was bei dir machen? Nein. Okay. Dann ist der Laden wahrscheinlich erst morgen geöffnet, offiziell. Weiter im Kontext. So. Hier unten beim Hafen. Hier haben wir auf jeden Fall hier schon einige Fische, die geangelt wurden. Und zum guten Captain. Captain Pascal. Hey Chrissy, ich bin froh, dass es dir gut geht. Mir? Mir geht es nicht so gut. Aber ich kann nicht aufs Meer hinausfahren. Nee. Seufzt. Und du weißt doch noch, wer ich bin, oder? Ja, du bist unser Captain. Captain Pascal. Richtig, ich bin Pascal. Ich arbeite im Fischerladen am Haken und bin der Kapitän des Schiffes. Doch bei einem schlechten Wetter fahre ich nicht aufs Meer. Ich hoffe, es wird bald wieder ruhiger und dort draußen. Ja, kann ich verstehen. Fahrt niemals mit schlechtem Wetter irgendwo hin. Oh. Am Haken. Ist hier jetzt doch hier irgendjemand? Hallo, hallo? Jemand da? Oscar. Hey, du bist doch seekrank geworden, nicht wahr? Schaust du dir nur die Gegend an, bevor du wieder wegfährst? Nö, wieso soll ich wegfahren? Bin doch gerade erst angekommen. Oh, du ziehst hierher? Toll! Willkommen an Bord! Du passt zu uns!
Sorry. Der musste sein. Das ist der Fischerladen am Haken. Passender Name. Wir fangen und verkaufen hier Fische. Fische ist großartig. Ein Leben ohne Fischen ist nicht lebenswert. Stimmt's? Glaubst du nicht auch? Ja, das stimme ich dir ganz zu. Absolut. Fischen ist das Beste. Gut, hier hast du ein Handbuch zum Fischen. Es ist nützlich. Nice. Du hast Fischen 1 bekommen. Damit wird Fischen zum Kinderspiel. Will ich auch mal hoffen. Wobei, es gibt wenige Spiele, wo entsprechend Fischen kompliziert ist. Hallo. Wenn du erstmal ein eigenes Haus hast, kannst du machen, was du willst. Bis dahin, hab Geduld. Das heißt, ich bekomme von dir gar nichts. Naja. Aber ich glaube, das war's. Was ist? Ich wäre jetzt noch nicht beim Rathaus, aber ich denke mir, da würde ich dich antreffen, oder? Warst du schon beim Rathaus? Nein, ich war noch nicht. Gut, dann gehen wir halt noch zum Rathaus. Zum Waffelplatz. Gibt's hier auch Waffeln? Ja, ich weiß, schlechter Witz. Waffelplatz. Wunderschöne Blumen. Eine Glocke und ein Jungen. Stefan. Dich habe ich noch nie gesehen. Wer bist du? Tachche. Ich bin Chrissy. Chrissy? Wie? Oh, mein Vater hat mir von dir erzählt. Ich bin Stefan, ich bin der einzigste Sohn vom Bürgermeister. Bist du hierher gekommen, nachdem du das Prospekt gesehen hast, den mein Vater erstellt hat? Ja, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, Tag. Wirklich? Ich hätte nie gedacht, dass dieses Ding jemand täuschen könnte. Hä? Was hat hier was mit Täuschen zu tun? Diese Insel ist überhaupt nicht von dieser erfundenen Ding des Prospekts steht. Sie ist praktisch wie eine Geisterstadt. Aber mir bietet sie viele Möglichkeiten. Ich hoffe, ich kann aus dieser Insel einmal dies machen, was die Leute im Prospekt sehen. Ich hoffe, du hilfst mir dabei, diese Insel zu wirkliche traumhaften Ort zu machen. Auf jeden Fall. Wir haben ja schon Knospendorf gerettet, gefühlt. So. Des Weiteren. Nee. Komm hier nochmal rein. Oder ist es so? Man kann rein. Okay. Verstecken sich noch irgendwelche Leute hier? Hallo. Elke. Hallo, willkommen im Rathaus. Wir sind hier, um dir auf bestmögliche Weise zu helfen. Außerdem geben wir Touristeninformationen aus.
Was kann ich für dich tun? Ja, ich bin hier neu hergezogen. Oh, du bist ein neuer Einwohner. Wie könnte ich das nur vergessen? Ich bin Elke. Freut mich, dich kennenzulernen. Kathi. Hallo. Hallo. Huch. Oh, wer ist denn die Schönheit? Es sind zwei Schönheiten eigentlich da. Die Bar ist noch eine Weile geschlossen. Darf ich dich bitten, eine Gemeindeankündigung zu machen? Wie, die Bar ist geschlossen? Hey, dich habe ich aber noch nicht gesehen. Bist du neu hier? Ja, bin ich. Na gut. Dein Name ist Chrissy, oder? Ich bin Katie. Oder Kathy. Mal gucken, wie ich hier aussprechen werde. Die Bar im Eiswirt öffnete nachts. Komm vorbei und schau sie dir mal an, wenn wir geöffnet haben. Bis dann. Gerne doch. So, Chrissy. Ja, sorry. Ich war gerade abgelenkt. Wenn ich dir jetzt einmal alle Einzelheiten erzählen würde, wärst du nur verwirrt. Also lass dir Zeit und sieh dich einfach um, nachdem du dich eingewöhnt hast. Okay. Hacker, hi. Ich werde dich nach Kräften unterstützen. Das freut mich. Sonst hier noch irgendjemanden? Also der Besuch im Rathaus hat sich auf jeden Fall jetzt schon gelohnt. Ich glaube, ich bin verliebt. Hier ist sogar eine Schule. Krass. Ja. Es wird schon langsam spät. Theodor. Quatsch, Theodor. Hemmingen? Ich muss mich noch dran gewöhnen. David. Hier drüben. Ist das ein Chihuahua? Ist ein kleiner Hund. Okay. Wir haben hier. Grüne Blume am Blühen. Okay. Ja. Es wird spät. Dabei haben wir immer noch 13 Uhr. Ja, wir sind halt im Tutorial. Ja, die erste Folge geht halt meistens immer am längsten, leider. So. Sind wir jetzt endlich durch? Oder muss ich jetzt noch zum Tempel? Du hast alle kennengelernt? Das ist großartig. Nun, Chrissy, wie gefällt dir Waffelstadt bisher? Dein Eindruck? Mir gefällt das hier. Ich fühle mich wie zu Hause. Das hier ist echt das Letzte. Ja, ich fühle mich hier schon fast wie zu Hause. Ich verstehe, das ist großartig. Ich hatte schon Angst, dir würde es hier nicht gefallen. Schön. Du solltest dich jetzt wohl besser im Wirt ausruhen. Ich danke dir, dass du auf die Insel gekommen bist. Danke für die Einladung. Möchtest du jetzt speichern? Ja, bitte. Es wird Zeit. Wir haben immer noch keine Ranch. Wir sind immer noch plank.
Achso, er speichert entsprechend den zweiten Tag, weil der erste Tag jetzt das hier war. Okay, verstehe. Aber ich würde mal sagen, alles Weitere sehen wir in der zweiten Folge von Harvest Moon, Baum der Stille. Gebt gerne mal ein Like und schreibt auch mal gerne eure Meinung zu diesem Spiel, zu diesem neuen Projekt. Ob ihr schon mal dieses Spiel gespielt? Habt ihr irgendwo schon mal irgendwas anderes davon schon mal gesehen? Oder habt ihr allgemein ein paar Tipps? Weil ich kenne das Spiel. Tipps kommen dann später, wenn ich mal fragen sollte. Bis dahin sage ich ciao mit euer Chris Happy. Haut rein. Ciao.